Gut, dann hoffen wir mal, dass wir die Economy damit retten, dass wir jetzt neue Felder machen und so weiter. This video is for the lab. For who included? Genau, dies ist der Plan. This is the plan. Genau, der jagt bis dahin. Der Gatherer wäre nicht so beeindruckt. Der kann auch auf dem Feld jagen. Warte mal. Den machen wir das so. Wo ist denn wir? Der hier? Cropfield. Cropfield. Ach, durch diesen Scheißberg da wieder. Na toll. Der kleinste Berg sorgt dafür, dass man da nichts machen kann, ey. Das ist echt nervig. Geht. Direkt dahinter. Dann machen wir das mal. Stone Road. Müssen wir gucken. Tja. So, die kommen da brav hin und bringen die Sachen hin. Ach, siehst du mal, wir haben noch so viele da. Wir müssen jetzt ein paar mehr zu Bauern erklären oder Gatherern. Mal gucken. Naja, sie ist da schon echt epileptisch unterwegs beim Bauen der Brücke. Muss vor allem nicht mehr auf die andere Flussseite, um das zu machen. Sie schafft sie von einer Seite aus. Die kleine Ilane mit ihren fast 60. Na, ich. Welche ist er, die Ilane? So, auf jeden Fall hätten wir eine Wooden Bridge jetzt. So. Können wir hier noch ein bisschen Stone Road machen. So, und jetzt kann man hier rüber vorstoßen in neue Gefilde. So, das ist gut. Und dann machen wir hier ein Crop Field ab dem letzten. Genau. 15 mal 15, das ist das Größte, was geht, ne? Weil 16 mal 15, 16 mal, ja. So. Ein großes Feld. Dann versuchen wir hier einfach an der... Oh. Ein Stonecutter wurde von einem Stein erschlagen. Das ist so der berühmte Sack Reis in China, ne? So, auf jeden Fall geht's da los. Kann man auch noch gucken, ob wir hier drüben auch noch eine Brücke machen, aber im Endeffekt ist der Weg jetzt schon optimal. Bis dahin ein bisschen Storage Barns ist auch nicht so weit. Die müssen hier auch nicht so weit mit den Ressourcen, die können sie da ablagern. Na gut, sie schleppen sie im Endeffekt doch in die zentrale Stadt. Ach nee, tun sie nicht. Genau, weil das sollten dann wiederum die Vendors machen, die wir haben. Und die Nahrung geht runter, ey. Die Nahrung geht einfach nur runter, runter, runter und immer weiter runter. Ach, ja, das sieht nicht gut aus. Auch für die letzten 2 Jahre gesprochen, also die Tendenz ist stark fallend. Die letzten 5 Jahre sieht es auch nicht besser aus. Wir hatten uns fast gefangen auf einem Niveau bei 35, aber jetzt geht es wieder extrem runter, weil wir hatten auch frühe Wintereinbrüche. Ah, wieder ein Trader. Zack, zack, zack. Ja. Ach, schon wieder der gleiche Idiot. Nee. Kohle zum Preis von 6 würde er kaufen, aber Iron brauche ich alles nicht. Weil so Klamotten, diese Hidecoats, haben wir durch die Jäger und durch unsere Tailors. Wir brauchen halt Schafe. Was kann ich bei ihm ordern? Nichts Interessantes. Dismiss. So. Wir brauchen denjenigen, der... Kartoffeln. Machen wir wieder Kartoffeln.
So, nochmal 4 Farmer mehr. Und dafür, dass sie hier arbeiten, können wir hier doch noch was für sie schaffen. Da fällt ein Bein, ein Baum um. Ein Bein. So. Genau, weil wir könnten doch jetzt einfach mal hier noch so Häuser hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser. Weil wir hier noch eine neue Agrargemeinde aufbauen wollen. Auf der Seite des Flusses. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles wieder mit Dirt Roads eigentlich eher machen sollte. Auf jeden Fall ist es die richtige Jahreszeit jetzt mit dem Herbst. Und wieder ein früher Winter. Das sieht nicht gut aus für unsere Nahrungsreserven. Und wir haben nur Kartoffelfelder. Wir sind die fröhliche Kartoffelgemeinde. Vielleicht eher doch wieder Gatherer setzen. Auf den Gatherer setzen. Einen hier reinsetzen vielleicht noch. Na, mal gucken. Wir müssen mal schauen, was wir machen können. Wir müssen mal schauen, was wir machen können. Ja. Ja. Haben wir noch ein Feld hingezaubert und dann können wir doch hier noch ein Feld hinzaubern. Wir nehmen nur Maximalfelder. Bedarf an Bildern gibt es gerade. Dann nehmen wir die da auch alle mal rein. So, genau, ein Förster und ein... na gut, die ziehen natürlich in den Wald. An die Felder. Ich will hier, dass hier die Farmer leben. Was würde ja mit der Zeit passieren, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir hier drei neue Felder inzwischen. Wir können das ja alles hier agrarmäßig zuklatschen, das Gebiet. Und dann hier im Norden können wir uns ja ausbreiten noch mit Förstern und Gatherern und bla. Hier können wir auch dann noch die Straße schließen. Das sieht schon gut aus. Ich würde mal sagen, es passt so. Das passt echt so. So, und die nächste Ankündigung, die ich noch machen muss an dieser oder auch an einer anderen Stelle, kurz vor Aufnahmeende quasi, ist, dass wir... Falls das Ganze jetzt hier schief geht und die Ökonomie mal wieder stirbt, werden wir... Cherry Seeds und Cabbage Seeds. Die Samen kosten 2500 und jetzt sieht man ja auch das Äquivalent mit Kohle und Feuerholz. Ich jetzt mein ganzes Lager auflöse, reicht das immer noch nicht. Und wir sind im Early Spring, das ist schon okay. Und jetzt noch, ja. Gegen, was nehmen wir? Cabbage. Nehmen wir erstmal Cabbage. Trade. So. Ja, wir kriegen nur 1080 zusammen. Tja, und was kann... Ah, der hat alle Samen. So, das heißt, wir bestellen... Custom Order, never. Every visit. Once, just once. So, wir haben bla. Wir wollen noch...
Korn haben. Every visit. Korn. Ja, oder just once. Wir wollen Korn haben. Und was wollen wir noch haben? Pepper haben wir. Plum. Und Wheat. Korn und Wheat. Die großen Nutzpflanzen nehmen wir erstmal mit. So, dismiss. Komm mal wieder vorbei. So, 200 Kohle, 600 Firewood. Dann müssen wir das sukzessive erhöhen. Wenn ich das jetzt sofort erhöhe, dann räubern die die ganzen Vorräte in der Stadt. Na, mal gucken. Müsste sich ja auch nachfüllen lassen. Auf jeden Fall ist Firewood eine super Ressource. Also die kriegen wir gut produziert mit unseren ganzen Woodcuttern. Davon haben wir ja immerhin schon 5 in unserem Gebiet. Könnten wir noch ausbauen, um das schneller zu produzieren. Weil das ist aktuell, neben der Kohle natürlich, ganz gut. Könnten natürlich auch das Kohlelimit erhöhen. Bräuchte mal mehr Miner. Mal gucken, die Felder hier sind ja noch nicht fertig. Die Frage ist jetzt, was Cabbage ist. War das Kohl? Ich glaube, es war Kohl. Ja, gut. Walnüsse haben wir jetzt auch noch, aber es ist halt alles kein wirklich gutes Handelsgut, muss man ja fairerweise dazu sagen. Erhöhen wir das hier einfach mal auf 1000. In der Hoffnung, dass alles gut geht. In der Hoffnung. Auf jeden Fall wird hier auch schon fleißig Kartoffeln angebaut. Trader, Farmer. Das sieht doch schon besser aus. Forester und Builder. Ja, die ziehen alle in die Nähe, da wo sie arbeiten. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, wir haben hier drüben dann am Ende fast nur Farmer auf der Seite des Flusses. Das ist auf jeden Fall super. Super, super, duper. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir die Economy damit retten, dass wir jetzt neue Felder machen und so weiter. Ich würde sagen, dann gucken wir in den Jahren 45 bis 100, dass unsere Ökonomie nicht zusammenbricht gänzlich. Das scheint erstmal das wichtigste Ziel zu sein, wenn ich das jetzt so richtig einschätze. Ja, und bis dahin verbleiben wir, ne, in fröhlicher Fröhlichkeit. Naja, ist auch Blödsinn.